grandios, wie wir doppelt sehen. Na, Kollege? Also gehen wir nochmal hier. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der oh, Welt. Oh, oh, danke, ich danke. Ja, ja, danke, danke. Machen Sie bitte. Okay. Ja, ernsthaft jetzt? Jetzt bin ich überlastet. So. Jedes Ohr soll ertauben. Ich meine, wir können ja theoretisch hier alle abschießen, wenn wir wollen. Ob das wirklich eine gute Idee ist, ist natürlich die andere Frage. Einmal hier lang. Dann legen wir uns schlafen. Eine Stunde. Sehr schön. Ja, Megaton-Siedler. Dann gehe ich nochmal... Wie viel Geld haben wir denn? 1027. Ein paar Stimpacks würde ich mir dann doch noch kaufen wollen. Hier... Hier drüben. Ja, 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 ja. Die Kinder des Atoms. Da ist er ja. Wo ist denn nicht. Jetzt eigentlich oh. Schon wieder meine Frau? Mit ihm hier wollte ich gar nicht reden. Ich wollte... Ciao. Ja, ja. Zu ihm hier. Hoffentlich haben Sie Krebs. Ja, ja, ich habe Krebs. Komm. Gib mir Dinge. DBB hier. Und zwar Stimpacks. Nehme ich mal 5 Stück. Habe ich irgendetwas zum Eintauschen? Ach, egal. Sind Sie fertig? Versuchen. Ja. Ich gebe mir Mühe. Und zwar hier lang. Nicht. Hoch. Hier war noch eine Tür. Das wusste ich gar nicht. Mensch. Patient. Hm, Bett. Okay, jetzt will ich aber nochmal zu Walter. Dafür muss ich... Gute Frage. Ich gehe noch einmal hier entlang. Vielleicht können wir ihn irgendwie finden. Lucy West. Cherichos. Haus. Oh Gott, wo muss ich denn da lang gehen, Leute? Meine Orientierung ist ja wirklich nicht zu gebrauchen in den meisten Fällen. Hier schon mal nicht. Ja, hier ist die Frau, die Frau von Nathan. Billy Creel. Hier war die Bar. Moriarty, die falsche Schlange. Man's Restroom. Was war hier? Söldner? Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Na klar, das wäre mir doch eine Ehre. Wir waren hier noch nie, nehme ich an. Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vault-Anzug der... Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Also da scheint ein Anzug zu sein. So. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. Also, vor nicht allzu langer Zeit, es war das Paradies, keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Das draußen da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101, fallet auf die Knie. Schön. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch keine Essensautomaten gesehen. Es war eng dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Ja, ich weiß nicht, aber eigentlich, es war doch eigentlich gut. Also ganz ehrlich, wir können froh sein, dass wir auch mal die Vault verlassen konnten. Ich meine, es war ja sicher, aber es war ja irgendwie doch eingeschränkt. Wir waren ja nicht wirklich frei in der Vault. Das draußen ist super. Das mit dem Fallet auf die Knie finde ich aber auch schön. Ein Papa, der abgehauen ist, was?
Von der Sorte habe ich schon viele gesehen, aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Okay, Vault 101 overall hinzugefügt. Okay, what's this book? Also, was für ein Buch arbeiten Sie? Bezahlung? Welche Art von Bezahlung und welche Art von Arbeit? Nun, es geht um Strahlung, Tests einer experimentellen Vorrichtung und, ich will ehrlich sein, etwas Recherche und solche Sachen. Bezahlen kann ich mit Kronkorken, Medikamenten und vielleicht sogar ein paar dieser einzigartigen Erfindungen. Wenn sie gut sind. Interessiert? Durchaus, durchaus. Hört sich gut an. Erzählen Sie mir mehr. Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster. Stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Ja, ich glaube, wir hätten sie wesentlich früher finden sollen. Wieso habe ich dieses Gebäude erst jetzt gefunden? Wir waren unzählige Male in Megaton. Hört sich nach einer guten Idee an, ich helfe gerne. Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Ich würde gerne noch mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Ich muss ablehnen, sicher nicht, verrücktes Fräulein, ich spiele sicher nicht ihre Laborratte. Ja, ich helfe gerne. Was für ein Enthusiasmus. Oh ja. Also gut. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Okay, Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Was bedeutet der Teil hier über Strahlung? Ja, Essen... Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Ja, da waren wir ja schon... Ah, kein Test nötig, ich habe dort... Och, zum Glück. Ich dachte, wir müssen jetzt wirklich nochmal die einzelnen Dinge machen... Kein Test nötig, ich habe dort schon Lebensmittel und Medizin gefunden. Ich schätze, ich kann nochmal im Super-Duper-Markt nachsehen. Wir waren vor unzähligen Episoden waren wir dort. Am Anfang des Let's Plays. Ja, wir waren schon da. Sie sind doch sicher herumgekommen. Was haben Sie denn alles erlebt? Und zwar, ich bin auf Raider und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Die Raiders nutzten die Apotheke als Lager für ihre beste Ausrüstung. Gab eine tolle Party mit ein paar Raiders, bis ein Wachroboter aus der Torte hüpfte. Ach, schön. Ja, ich mag ja meinen Humor. Wirklich herrlich. Ich lache über mich selber. So, Intelligenz, komm. Sie sagen, Sie haben ein gut geschütztes Geheimversteck angelegt? Ich frage mich, an wie vielen weiteren Orten Monsterschätze bewachen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke, besser schmecken. Oh. Lebensmittel, ja, Desinfizierung. Aktiv, Lebensmittel und Getränke verbessert. Aha, ist der jetzt automatisch aktiv? Warum finden wir den erst jetzt? Warum sind wir erst jetzt hierher gekommen? Ach, nö. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Wir haben alles davon schon gemacht. Was bedeutet der Teil hier über Strahlung? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Ja, ja, ja. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Wollen Sie, dass ich verstrahlt werde? Inwiefern soll ich, soll sich das für mich... Ich bin doch schon verstrahlt. Ach, Sie sind echt süß. Oh ja. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Richtig. Okay,
200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen, und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. 600 Red ist schon sehr ordentlich. Okay, Aufgabe hinzugefügt. Öte Land Überlebenshandbuch. Reden wir über Strahlung. Have you... hast du darüber nachgedacht, die Bombe zu entschärfen? Kann ich Sie was über Ihren Job und den Sinn meiner Recherche fragen? Verkaufen Sie hier irgendwelche speziellen Gegenstände? Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Ich glaube, einen Bau... Haben wir schon einen Bauplan? Da bin ich unsicher. Reden wir über Strahlung... Ausrüstung reparieren? Ich kann Reparaturen durchführen, wenn es sich nicht um einen qualmenden Haufen Asche handelt. Ah, okay. Und zwar... Wow, hier können wir einiges reparieren. Kampfflinte. Ja. Der Hut. Sturmgewehr. Ja, alles sehr teuer. Powerfist. Super Sledge. Lasergewehr. Na schön. Ausrüstung. Das Angebot. Ist das hier nicht der Waffenshop, in den wir bisher nie reingekommen sind? Switchblade. Stimpax. Staubsauger. Nuka-Cola. Harmonika. Anti-Whiskle. Diagramm. Rocket-Werfer. Boah, sind die teuer. Na schön. Okay, ansonsten kann ich Sie was über Ihren Job und den Sinn meiner Recherchen fragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Okay, warum können Sie diese Nachforschungen nicht selbst anstellen? Wir fragen Sie einfach mal aus. Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Ja, da hat sie wohl nicht unrecht. Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie den Leuten so helfen. Anscheinend wissen Sie nicht, was Sie tun. Ja. Nun, nett. Ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Wahrhaft altruistisch. Nun, ich bin stolz, mit von der Partie zu sein. Sie können auf mich zählen. Weiter so, mein treuer wissenschaftlicher Assistent. Grandios. Gut. Haben Sie darüber nachgedacht, die Bombe zu entschärfen? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Ja, die netten Leute. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Ja, ich weiß nicht, ob man das bei einer Bombe so sehen sollte. Ja, okay, sie ist etwas Besonderes, ich merke schon. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Ja. Reden wir über die Strahlung. Sind Sie wetterfühlig oder eher strahlenfühlig? Ich finde es nicht gerade toll, verstrahlt zu werden. Sie wissen schon, wie lächerlich diese Bitte ist, oder? Noch nicht einmal für die Menschheit? Noch nicht einmal für die Wissenschaft? Ist ja gut. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Ja. Söldner. Ja, ich bin voll. Lassen Sie mich bloß mit... Bla bla bla. Wow. Ach, weil wir die ganzen Sachen dabei haben. Den Experimenten dieses verrückten Weibstücks in Ruhe. Dafür bezahlt man mir einfach nicht genug. Ist ja gut. Och, sind Sie wetterfühlig? Okay, das kennen wir schon. Ich würde gerne Dinge verkaufen. Und zwar die Leguanenbissen, weil ich absolut überfüllt bin. Ja. Wo sind die denn? Hier. Komm, weg damit. 33 Kronkorken. Elektronenladeteil.
Fatman, Flammenwerfer, ich muss irgendwelche... Ach, der gepanzerte Vault, 101 Overall, den haben wir auch noch erhalten, genau. Moment, der macht wie viel? Stärke. Versteht den SR genau. Wirklich für Stärke? Sicherheit? Keine Ahnung. 12, Gewicht 15, Wert 180. Und der hier... Naja, der ist schon besser. Hat aber eben auch ein höheres Gewicht. Na, ob ich den verkaufen sollte? Dann haben wir noch den normalen Vault 101 Overall. Zuckerbomben. Ach, können auch weg. Super Sledge. Den sollte ich eventuell auch verkaufen. Ich weiß eben nie, ob ich diese Waffen überhaupt jemals benutzen werde. Stealth Boy. Schrotpatronen. Können wir behalten. Raketenwerfer, Raketen. Red Axe. Power Fist. Auch da ist eben wieder die Frage, wann benutze ich dieses Ding mal? Wie gesagt, ich hätte ja gerne hier irgendwo eine Art Schrank, in dem ich die ganzen Dinge einfach ablegen kann. Oder sortieren. Ja, ansonsten noch das Altmetall, na schön. Okay. Gute Jagd. Ja, danke schön. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Toi, 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 ne? Okay, Moment, jetzt haben wir gerade nichts an. Hoho, schön. Okay, Moment, dann machen wir mal Folgendes. Und zwar Gegenstände, Kleidung, gepanzerter Vault 101 Overall. Ach, da fühlt man sich doch gleich heimisch. Gut. Dann lassen wir uns gerade mal verstrahlen. Und zwar weiß ich schon genau, wo wie wir das machen werden. Hier unten. Da 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 da. Einmal im Wasser baden. So, wie viel haben wir schon? Status, Radioaktivität. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Wir bleiben dir treu bis zum Tag der Spaltung, bis zu deiner Rückkehr in diese erbärmliche... Ja, noch etwas. Ich lausche gerade Beichtvater Cromwell. Es ist wichtig, Leute. So, Siehe, kann ich mich da auch anlegen? Er kommt mit den Wolken und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. So, erfüllt Strahlenkrankheit, zuziehen 200 Red, zu Moira zurückkehren. Und das ist doch dann hier oben. Ja, ich glaube schon. Ich habe ja eigentlich immer noch Walter gesucht. Dann gehen wir einmal hier entlang. Ja, das war hier. Das war nicht das Waffenarsenal, nein. Wieso bin ich noch nie an diesem Gebäude hier vorbeigekommen? Wussten Sie schon, dass der menschliche Körper ohne Magen oder Milz überleben kann? Was ist denn? Ohne Magen? Ja, Strahlung. Ach, sind Sie wetterfühlig? Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen strahlenkrank. Ich schätze, eine kleine Strahlenvergiftung ist besser als gar keine. Ich meine jetzt für die Forschung. Es sei denn, Sie stehen auf so etwas. Dann will ich Sie jetzt einmal untersuchen. Wie fühlen Sie sich? Juckreiz, Schmerzen und so weiter. Kein Weltuntergang, aber unangenehm. Bei den Kopfschmerzen kann man sich nur schwer konzentrieren. Warum trinken Sie kein großes Glas Abwasser und finden es selbst raus? Ja, Kopfschmerzen. Aber die Schmerzen sind sicher nicht schlimmer als die Migräne, die auch manch andere Leute haben. Hab ich recht? Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Okay. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie an so richtig gesunde Sachen. Okay. Oh. Etwas Brahmin-Mehl. Okay. Ein paar Magneten. Und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Tja, wer hätte das gedacht? Es hat funktioniert. Ich meine, ich habe natürlich immer dran geglaubt. Hier, nehmen Sie ein paar Medikamente gegen die Strahlung mit. Die werden Sie sicher brauchen. Danke, schön. Schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann.
entschärfen sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Klingt irgendwie ungesund. Inwiefern wird es sich für mich auszahlen? Ja, wir machen das mal. Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Ja, reden wir über das Minefield. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so? Ja, ich kann die nicht... Also, okay. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit keine Minen essen. Bin problemlos nach Minefield reinspaziert und wieder zurückgekommen. Lüge! Was wissen Sie über Minefield? Ich war noch nicht in Minefield, ein bisschen Geduld. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, in einem Minenfeld herumzulaufen. Was wissen Sie über Minefield? Es war mal eine Stadt namens Richfield. Dann kamen die Sklavenhändler und nahmen alle mit. Jetzt soll die Stadt eine verfluchte Todesfalle sein. Jetzt nennt sie jeder Minefield und sagt, es wäre eine Geisterstadt. Abergläubischer Quatsch, aber so denken die Leute nun mal. Gehen Sie ruhig. Ja, super Spischen hier. Ich geh mal. Bis dann. Ja, tüdelö. Dito, Kollege, Dito. Gut, wir gehen. Und zwar Daten. Wir haben immer noch genau die Aufgabe hier ausgewählt. Schieß auf den Kopf und wir reisen nochmal Richtung... Ach, hier ist Minefield. Paradise Falls, ne? Ja, genau. Dann könnten wir ja wirklich auf Minefield eigentlich vorbeischauen. Na schön. Wir treten die Reise an und wollen immer noch zur Republic Dave und den Schlüssel holen. Dann sehen wir mal. Und wir sollten etwas weniger beladen sein. Guns and Bullets. Ein Magazin. Na, Kollegen. Da bin ich wieder. Ja. Na schön, wir haben sogar einen fashion neuen Anzug an. Kann sich ja sehen lassen. Na schön. Wenn ich jetzt Richtung Minefield will, dann muss ich ja Richtung Osten. Genau, also hier lang. Das könnten wir ehrlich gesagt machen. Wir können Minefield abklappern und danach weiter zur Republic Dave. Und ich habe erst jetzt diese Mission angenommen. Also, ich habe dieses Gebäude anscheinend die ganze Zeit über übersehen. In dem wir eben waren, in Megaton. Irgendwie skurril. Naja, gut. Dann reisen wir mal Richtung Osten und von dort aus dann eventuell weiter mal endlich Richtung Republic Dave. Und dann fehlt uns noch der Tenpenny. Na schön. Wir werden schon sehen. Na, ja, gefällt mir aber auch, dass er hier seine Waffe auf dem Rücken trägt. Okay, kann ich jetzt aber ohne weitere Probleme einfach hier entlang gehen? Mal sehen. Das Problem ist ja auch, dass wir hier in dem Bereich hier unten, wir haben schon echt wirklich viele Orte entdeckt, dass man hier teilweise schlecht vorankommt, wenn man eben keine, die Metro eben nicht nimmt, den Untergrund. Aber hier kann man ja anscheinend ohne weiteres durch das Ödland flanieren. Scheint ja zu funktionieren, hoffe ich mal, ohne weitere Schwierigkeiten. Von dem her, gucken wir einfach mal weiter. Ja, ich muss aber weiter Richtung Osten. Okay, wir werden mal sehen. Der Weg sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Und hier ist auch nicht sehr viel los. Aber auch schön. Ach ja, ein kleiner Spaziergang im Ödland. Na schön.
Gefällt mir aber auch in Third Person, muss ich sagen. Mal zur Abwechslung. Wir gehen weiter. Ja, Richtung... Richtung Osten muss ich. Ja, hier lang. Den Punkt haben wir ja gelegt. Ich weiß nicht, ob wir hier noch auf irgendwelche Mutanten oder ähnliches Gesindel treffen. Und Konsorten. Wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, wenn hier kurz mal das Bild anfriert, das liegt eben am Spiel, weil es nachlädt, nicht an der Aufnahme. Nur um es mal gesagt zu haben, nicht, dass sich hier welche wundern. Ah, da habe ich was entdeckt. Was ist das denn? Oh Gott! Hier sollten wir aufpassen. Okay. Ach warte, das können wir mitnehmen. Und gleich mal schnabulieren. Schön, haben wir gleich mal einen... Ach hier. Einen Yaogawi getroffen. Und einen Mutanten. Au. Ich habe das Gefühl, wir können mal eine andere Waffe wählen. Gegenstände, Waffen. Ich will nicht wieder so übermütig werden. Wir haben doch noch unsere Minigun. Den hätten wir. Und wo ist der andere? Den hätten wir auch erledigt. Maulwurfs Rattenfleisch. Was ein Gerät. Also, die Waffe, meine ich. Minigun. Okay, Sturmgewehr. Hilfe. Hundefleisch. Maulwurfs Rattenfleisch. Naja, naja, naja. Okay. Gut, jetzt aber mal weiter hier. Im Text. Es ist echt herrlich. Aber gefällt mir, muss man sagen. Es macht einfach Spaß, hier durch das Ödland zu reisen. Wenn mal das Spiel mitmachen würde. Aber hier muss eben relativ viel nachgeladen werden, weil ich schnell voranreise. Okay. Ja, wir sind ja hier auf dem Weg Richtung Osten. Also eigentlich müssten wir ja früher oder später ankommen. Wir nähern uns zumindest. Und der Mond. Ist das nicht schön? Okay, was haben wir da hinten? Keine Ahnung. Ach, warte. Ja doch, das ist wahrscheinlich Germantown da, ja. Ich gehe davon aus. Da machen wir mal einen Bogen. Ach Mensch, Red Scorpion. Schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Ich sehe nicht mehr sehr viel. Okay. Die hätten wir erledigt. Und wir sammeln gleichzeitig noch Erfahrungspunkte. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Das ist ja hier immer noch ein Rollenspiel. Moment. Den hätten wir auch. Ja, weiter in die Richtung hier. Hier ist auch wieder ein Kraftwerk. Ah, Mr. Handy. Ein Roboterkollegen. Ich glaube, in der Nacht sollten wir aufpassen. Da ist es nochmal ein Ticken gefährlicher als auch über den Tag. Und ich will ja hier in keine prekären Situationen geraten. Um Gottes Willen. Okay. Na, ich habe da schon was auf der Karte. Ah, ja. Nein! Mann, genau jetzt nachladen, natürlich. Gottes Willen.
Okay, natürlich, die Waffe ist leer mal wieder. Waffen, Raketenwerfer, ach, ich weiß nicht. Minigun, Messmetron, Laserpistole, Kampfflinte, ne, Heckenschützengewehr wird auch nichts. Flammenwerfer, den Fatman besser nicht, ist auch leer. Chinesische Pistole. Ich glaube, da bleibt uns primär noch die hier übrig. So viel zur Munition. Das Schwein hat uns echt getötet. Oh, ich hasse es. Ich sollte mich nicht auf solche Kämpfe einlassen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich lande. Hier. Naja. Anscheinend speichere ich ja. Schön. Freut mich. Also munitionstechnisch muss ich aufpassen. Ich mag aber immer noch meinen Hut. Sehr adrett. Alistair Tenpenny, bla bla bla. Kann ich hier vielleicht einen Bogen rummachen? Mhm. Na toll. Ja. Der mysteriöse Fremde greift ein. Sehr schön. Da kommt gleich der zweite. Übrigens. Au. Komm schon. Den hätten wir auch. Immerhin 28 Erfahrungspunkte. Ganz ordentlich. Langsam reicht es mir aber auch. Moment. Hier lang. Ich habe hier immer noch den Punkt auf der Karte im Auge. Es sind einige Punkte, aber ich verfolge diesen durchsichtigen. Okay, irgendwelche Händler auf der Reise. Ja, Minefield. Wir sind anscheinend angekommen. Ich weiß nur nicht genau, wo das ist. Moment. Wir flanieren mal hier entlang. Hier unten? Ja, hier ist ein Spielplatz. Ja, da sind Minen. Was sollen wir machen? Wir sollen eine Mine entschärfen. Können wir das überhaupt? Ich will ja nicht an meinen Fähigkeiten zweifeln, aber ich zweifle an meinen Fähigkeiten. Und kommen wir hier irgendwie runter? Sieht auf alle Fälle sicher aus. Besser nicht. Okay, wir sind hier anscheinend richtig. Okay, Aufgaben. Mora eine Landmine bringen. Zum Spielplatz in Minefield reisen. Achso, das ist optional. Ich habe Angst, dass ich hier in eine Mine flaniere. Aufpassen. Ja, ein Grill. Tolle Sache. Na toll. Jetzt habe ich natürlich... Ach komm, jetzt habe ich direkt meinen Kopf verletzt. Natürlich. Ich gehe nochmal hier entlang. Und zwar... kann ich hier... ja, zum Spielplatz. Ich habe echt Angst, dass ich hier eine Mine übersehe. Mine, 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 Mine. Ene, Mene, meine Imu. Den Spielplatz haben wir ja schon gesehen. Ja, tolles Schild. Hier sehe ich soweit noch keine Minen, aber ich würde aufpassen. Minefield. Ja, ich pass mal auf. Da haben wir eine. Ja, Vorsicht. Speichern. Ich kann die nicht irgendwie... Ja, ja. Hat funktioniert. So, die hatten wir. Dann laufe ich hier mal umher. Da ist auch eine. Die sind ja hier überall. Wer macht denn sowas? Also wahrscheinlich sind die noch vom Krieg. Nehme ich mal an.
Ach, da schießt jemand auf mich. Erfüllt zum Spielplatz in Minefield 13. Au. Ach nee, schon wieder am Kopf verletzt. Zustand. Hier, hier. So, beruhig dich. Immer schön beruhigen. Wer ist denn da? Arkansas ist hier. Was macht der denn hier? Jetzt muss ich natürlich direkt wieder alle Stimpacks aufbrauchen. Ernsthaft. Wir haben doch noch den Gegenstände, Waffen, Messmetron. Kollege? Wo ist denn der? Ja, Mine, Mine. Langsam reicht es. Hat der die hier angebracht? Ich würde... Hallo, jetzt warte doch mal. Ich wollte den anschießen, verdammt. Ach, das ist doch nicht wahr. Halleluja. Ach Mann, Waffen. So, ich gehe mal wieder in die First Person. Okay, wir haben ihn. Nun gut, da hat sich nochmal das Spiel verabschiedet. Okay, da hinten haben wir ihn. Ja, der schießt mich gleich an. Soll ich ihn erst verletzen und danach mit diesem... Naja, Miss Metron... Ja. Quasi bewusstlos machen. Ich bin mir nicht sicher. Das Ding versperrt mir auch einiges von der Sicht. Moment, ich gehe mal hier herum. Natürlich! Ach Mann! Ah. Ja, Schnauze, komm. Langsam, ganz langsam geht mir der Typ. Wisst ihr was, ich verletze ihn jetzt erstmal. Wo ist denn der? Hallo. Komme ich irgendwie zu ihm, ohne mich mit den Minen zu verletzen? Das war doch der Typ, den wir als Sklaven nehmen können. Okay, aufpassen. Und zwar Gegenstände, Waffen, Messmetron. Jetzt! Der war doch schon betäubt! Hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Es tut mir leid. Es ist gerade etwas hektisch für mich, müsst ihr verstehen. Aber ich verstehe gerade wirklich nichts mehr. Ja, jetzt hör doch mal auf. Okay, Gegenstände, Waffen, Messmetron, speichern. Dann komm her. Bleib doch stehen. Was geht hier vor? Mit wem hab ich's nochmal zu tun? Halleluja, ich glaube, sie haben etwas, das mir gehört. Ich muss es wieder haben. Ich werde jetzt dieses Halsband befestigen. Bitte kurz stillhalten. Die Benommenheit lässt nach, wenn man etwas gelaufen ist. Dauert nicht lange. Was hat denn der von mir? Was? Bitte? Ich glaube kaum, aber sehen Sie ruhig nach, wenn Sie möchten. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Schlüssel des Richfield-Tors. So. Halsband, Halsband, Halsband. Hier. Ja, mein Karma. Habe ich verloren. Schnell nach Paradise Falls, sonst explodiert ihr Kopf. Im Kraken ist eine Bombe. Verstecken Sie irgendetwas in Ihren Taschen. Sie sind jetzt Sklave. Auf nach Paradise Falls. Sorry, ich brauche das Geld. Ich bin jetzt ein Sklave? Oh, bitte nicht umbringen. Ich gehe ja schon. Ganz ehrlich, Leute, er hat auf uns geschossen. Ach, der läuft da jetzt völlig automatisch hin. Interessant. Wirklich interessant. Ja, gut, ne? Ist ja toll gelaufen. Sturmgewehr. Ich habe anscheinend noch kaum Munition für diese ganzen Waffen. Ich habe doch so viel. Naja, 10 mm Schuss eben.
Den hätten wir nun auch gefunden. Dann können wir ja nochmal zurück nach Paradise Falls, aber erst einmal. Weltkarte. Gehen wir Richtung Megatron nochmal. Es tut mir ja leid um ihn. Aber wir werden ja sehen, was wir noch in Paradise Falls regeln können. So. Guten Tag. Und zwar werde ich erst einmal... Ja, alle atmen noch. Ich lege mich nochmal schlafen, dass ich Leben regenerieren kann. Das war ein sehr interessantes Treffen. Solche Leute können wir immer gebrauchen. Ja. Hier würde ich mich gerne nochmal hinlegen. Und dann können wir nochmal mit Mora reden. Oder wie sie hieß.